Und herzlich willkommen zu Farm Together 2 und dem Epi, der gerade einfach so hinter mir hier reingestürmt kam. Der nichts mehr sagt. Yay! Yay. Komm neben mir, komm neben mir. Komm. Ja, nicht in mir, neben mir. Ja, wir müssen klatschen. Wir müssen. Du hast immer die falsche Taste. Wir müssen klatschen. Ja, klatschen. Wir klatschen für alle, die jetzt gerade neu dabei sind und alle, die schon die ganze Zeit dabei sind. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der zusieht. Und sagen noch ein zweites Mal Hallo an alle, die zuschauen. Bis ich gerade meine Stimme komplett verliere, weil die sich hier gerade so überschlägt. Und danke auch an alle, die mich auch gegrüßt haben. Ja, und danke an alle, die ihn auch gegrüßt haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber ich habe es ausgerichtet. Er hat sich sehr, sehr gefreut. Er hat sogar einen Lachsmiley zurückgeschickt. Also so einen positiven, so einen freundlichen, fröhlichen Lachsmiley. Hä? Ja, jetzt nicht so ein Ich-lach-dich-aus-Smiley, sondern so mit offenem Mund und Lächeln, so ein lächelnden Smiley. Genau, so muss man das sagen. Ja. Also kein Lachsmiley im Sinne von, wo einem die Tränen kommen, sondern so ein lächelnden Smiley. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wir fangen jetzt hier gerade wieder an. Wir haben endlich mal wieder Zeit gehabt, so ein bisschen zusammen. Das hört sich so komisch an, als ob wir gar keine Zeit miteinander verbringen. Und endlich mal wieder ein bisschen Zeit zusammen was aufzunehmen. Und vielen Dank auch an Tini, hieß sie, glaube ich, die zuletzt mal hier reingestürmt ist, als ich abends einfach nur mal ein paar Sachen abernten wollte. Aber sie hat gut geholfen, vielen Dank dafür. Also grundsätzlich muss ich sagen, von mir jetzt geplant, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, dass wir die Farm soweit ja fürs Let's Play, sage ich mal, groß machen und dann irgendwann später, wenn man halt nichts mehr zeigen kann und kein Let's Play mehr machen kann, dass das dann auch mal wirklich geöffnet wird, sage ich mal, dass man dann auch mal Besucher empfangen könnte oder so. Es sei denn, der Epi sagt, nee, das will ich gar nicht, ich will, dass das unsere kleine Kuschelfarm ist. Solange die nicht in mein Badezimmer kommen, wenn ich nicht gerade bade oder irgendwie sowas, ist mir egal. Aber jetzt stürmen sie bestimmt in Massen hier rein, weil sie alle den Epi in der Badewanne sehen wollen. ja. Muss ich mal eben schauen hier. Das muss ich mal eben alles neu machen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach so, ich denke die ganze Zeit, ich mache so schön die Quest und dabei ist das die Bananenstaude. Du kleine du. Weizen ist dran hier. Was machst du denn da? Ja, ich bin gerade bei den Blumen. Und Gerste wollte ich nochmal neu setzen. Das kann ich. Weizen kann auch. Das kann ich. Ja, das kann ich. Ach so, ja, und wir haben noch Neuigkeiten. Da wollte ich auch nochmal kurz mit euch drüber sprechen. Wenn ihr das seht, sind die Neuigkeiten nicht mehr ganz so neu, aber ich wollte es euch trotzdem gesagt haben, vielleicht habt ihr das ja gar nicht so mitbekommen. Und zwar, was wollte ich denn alles gesagt haben? Das ist eine gute Frage. Wir haben vor ein paar Tagen ein Update gehabt. Ich muss mal kurz die Gerste raussuchen, weil ich kann viele Sachen gleichzeitig, aber wenn ich was erkläre, das kann ich irgendwie nicht gleichzeitig mit anderen, ich weiß auch nicht. Wir haben vor ein paar Tagen ein Update gehabt, wo... wie soll ich das jetzt erklären? Wo wir 30%, also wo das geändert worden ist, dass wir jetzt 30% weniger bezahlen müssen auf die Erweiterungen. Also alle, die sich bisher gedacht haben, die das selber spielen und gedacht haben, boah, für die nächste Erweiterung brauche ich aber so viel. Und ich muss dazu sagen, meine nächste Erweiterung, lass mich nicht lügen, kann jetzt sein, dass ich gerade was Falsches sage, war, glaube ich, 26.000. Und meine jetzige neue Erweiterung, also auf meiner privaten Farm, ist jetzt gerade 20.000. Es macht wirklich einen riesigen Unterschied mittlerweile. Und der Epi kann das auch sehr bestätigen. Der hat mir nämlich auch schon gesagt, was der jetzt alles schon erweitert hat in der Zeit. Aber warum, mal kurz dazwischen, warum sind die ganzen Felder hier leer und warum haben wir keinen Weizen? Warum hast du keinen Weizen mehr gesetzt? Doch, ich habe alles wieder komplett so neu gesetzt. Nein, wir haben keinen Weizen mehr. Weizen hast du komplett ignoriert und hast es weggemacht. Also erstens, nein, das stimmt nicht. Zweitens, da wo du jetzt sind lang... Nee, Moment, das war das lange... Nein, hier sind leere Felder, zwei große. Nee, laut der Karte nicht, da sind Weizen drauf. Nein, das ist Gerste. Ach so, ja gut, stimmt, das haben wir geändert. Aber hier vorne ja, der Streifen, der müsste, glaube ich, Weizen sein, weiß ich jetzt nicht. Wir hatten ja gesagt, wir ändern das eh komplett um auf... Ja, aber wir müssen alles haben, du kannst nicht Gerste. Einfach alles wegmachen, einfach nur... Ja, aber wozu? Ja, weil wir es gerade in der Quest haben und es brauchen. Ja, dann setzen wir. Wir brauchen 170 Weizen. Mach mal schnell hin, bis gerade die Zeit. Nee, ist für Gerste die Zeit.
Außerdem haben wir da vorne zwei Felder, wie wir ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt haben. Direkt am Eingang, wo wir dann die Sachen für die Quests immer drauf machen. Eigentlich müsste man das mal ein bisschen ändern. Wenn ich einen Teil davon kann man ja irgendwo haben. So. Ein bisschen ändern und dann mal Sprengler. Ich sage immer Sprengler, obwohl... Nein, wir haben kein Geld für Sprengler. Lass es erstmal sein. Obwohl... Ja, wir brauchen auch kein Geld. Obwohl ja, rein, wenn man es richtig aussprechen will, das Ganze Sprengler heißt. Zumindest steht es so hier drin. Ich habe immer gedacht, die Dinger heißen Sprengler. Aber gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe mütterlicherseits niederländische Abstammung. Jetzt fange ich auch schon so an hier. Jetzt sagst du schon niederländisch. Du bist Belgierin. Oder nicht? Ja, holländische. Jetzt bist du bei... Du weißt selber nicht mehr, was ist. Ja, du bringst mich hier komplett durcheinander. Sie ist komplett daneben irgendwie. Belgische Abstimmung, niederländische, Mann. Alles klar. Gut, dass das keiner von deinen Verwandten mitgekriegt hat. Wahrscheinlich würde ich mich jetzt enterben. Ja, du bist hier total... Du bringst mich hier komplett durcheinander mit deinem Rumgequatschen. Niederländische, holländische... Das hast du gesagt, wie ich. Nein, du hast mich gerade total hier durcheinander gebracht. So. Setzen wir hier entsprechend auch nochmal ein bisschen was drauf. Wir sollten zwar eigentlich die Blumen hinkommen, aber das können wir immer noch abmachen. Also sagen wir mal so, die Gamerin kommt aus Europa. Irgendwo da westlich. Ursprünglich. Was, westlich oder was hast du gesagt? Westlich ist Europa. Westlich in Europa. Weil sie weiß es selber nicht genau. Ja, ich bin hier im Gedanken immer noch bei der Sache, die ich erklären wollte. Du unterbrichst mich wegen so einem Quatsch hier. Ne, wegen Weizen. Ja, eben. Und dann erzählst du mir hier noch einen von Holland oder was? Oder Niederlande? Oder dann plapper ich das auch noch nach. Also belgische Abstammung mütterlicherseits. So, schreibt euch das in meinen Lebenslauf rein. Belgische Abstammung. In meinen Lebenslauf. Also... Bevor der Epi jetzt gleich wieder ankommt und mich jetzt hier wieder total bekloppt. Kannst du das nochmal erklären? Nein, kann ich nicht. Erweiterung. So, wir haben, wie gesagt, 30% weniger. Also, wir haben keinen Rabatt bekommen, aber die kosten jetzt insgesamt 30% weniger. Und wir sind alle mega happy darüber. Also, alle, die so geschrieben haben, mit denen ich so gesprochen habe und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt auch oben ganz viele Edelsteine. Das wollte ich nämlich eigentlich noch dazu gesagt haben. Achso, warte mal, ich muss aber noch die Gerze hier... Die Gerste hier noch rein. Die Sprachfehler, die Gameplay. Wenn irgendwas ist mit ihr daneben. Ja, das ist, weil du mich eben beim Essen total kirre gemacht hast. Das haftet jetzt immer noch an. Nee, hab ich gar nicht. Kann gar nicht sein. Oh, jetzt kriege ich ja noch Bauchschmerzen, weil der Epi mich hier so zum Lachen bringt. Also, wenn ich die nächste Woche keine Videos mehr bringe, dann habe ich einen Totalausfall. Dann könnt ihr euch beim Epi bedanken. Oder dann beschweren. Also ich wäre ja dann für beschweren. Die Ruhe von der Gameplay. Wieso hast du die... Du hast doch die Gerste eben neu gesetzt, oder? Wieso hast du die nicht bewässert? Weil die dauert so lange. Das ist mir egal. Ah, du hast oben zwei Felder bewässert. Nee, und hier in der Mitte auch noch eins. Du hast dich doch bestimmt verklickt beim Fahren, oder? Und hier ist Nein, auch noch eins bewässert. Nein, hab ich nicht. Ich würde sowas nie tun. Ja, natürlich nicht. Ey, wie kann man diese Aufteilung hier gemacht haben? Die ist so schlimm, ey. Was für eine Aufteilung? Wir haben gar keine Aufteilung. Ja, von den Läden hier. Wie kann man die Läden so komisch schätzen? Ja, das habe ich dich ja auch schon gefragt. Weil wir haben das total blöd so alles durcheinander. Achso, ja, ich wollte mich aber nicht um die Kartoffel kümmern, sondern ich wollte mich gerade um die Erweiterung kümmern. Du sagst ja immer nur, mach nur. Also mache ich jetzt nur, ja? Ich mache jetzt hier die Erweiterung. Ich glaube mal ein paar Medaillen. Jetzt haben wir wieder 18. So, wir können mindestens 3 Erweiterungen machen. Das ist doch schön. Dann das nehmen wir natürlich das, was jetzt erstmal am einfachsten ist. Das ist wirklich komplett Flachland hier, ne? Du hast zwar nicht so viel, also du hast noch Fische dabei, das ist schon gut, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Medaillen geholt. So, Schatz. Dein Einverständnis vorausgesetzt, habe ich jetzt hier die Erweiterung geholt. Ja, das ist sowieso wieder Katastrophe bestimmt. Nein, aber das ist Flachland. Wir brauchen ja ein bisschen mehr Flachland, damit wir mehr an... Oh, guck mal, hier ist auch Flachland alles, oder? Nee, Moment, hier ist ein bisschen Hubbel. Ich warte ja noch immer auf diese Dinger, die runtergehen. Weil ich war beim Epi privat auf der Farm und habe dann gesehen, der hat sich da überall, wo das so runtergeht, genau, wo sie gerade oben reinkommen, hat er sich Schweinchen reingemacht. Wie so eine Schweinegrube sieht das dann überall aus. Und die finde ich ziemlich cool.
Und sowas würde ich finden die auch ganz toll, auch deshalb machen die unheimlich viel, produzieren die unheimlich viel, weil die das so gut finden. Warte mal, wir können ja noch zwei machen, oder? Das sind vier. Ja, mehr als fünf wird das ja nicht kosten, die zweite. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen runter. Oder machen wir da oben? Warte mal, ich guck mal eben. Warte mal. Irgendeiner remixt das mal irgendwann. Und dann kommt da der Gameplayer-Song raus. Warte mal. Oder da könnte man, glaube ich, auch gute Songs rausmachen. Ja, da könnte man eher was rausmachen. Ach so. Warte mal, hier kurz. Links ist das in der Mitte. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier, das ist flach. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist alles nicht schlecht. Welches nehmen wir denn jetzt? Ich würde sagen, da könnten wir... Der Epi hat uns verlassen. Ich bin gerade gecrashed. Der hat aber gute Laune dafür, dass er gecrashed ist. Ja, dann, wenn der Epi gecrashed ist, dann muss er halt damit leben, dass wir jetzt alleine gucken, was wir hier machen. Also hinten ist ein kleiner Hubbel. Ansonsten könnten wir hier das Ganze hochziehen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Erweiterung, um die Bäume mehr auszubauen. Und dann, okay, glaube ich, war diese Erweiterung komplett flach. Was? Bist du wieder drin? Nee. Nee, dann kann ich eben, ich wollte gerade sagen, dann gehe ich eben nochmal auf Toilette und komme sofort wieder. Der Epi wieder. Jetzt fängt er sich hier gleich auch noch an zu muten. So, Moment. Da hinten, das sind die zwei Stellen hier vorne. Das ist tatsächlich alles Flachlandfarm. Leider kann der Epi jetzt eh nichts hören, also kann er auch keinen Widerspruch leisten. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach mal freischalten. Die Frage ist jetzt, wir bräuchten eigentlich nochmal so einen Punkt. Ich mach den mal... Na. Ich weiß nicht, ob ich den ans Ende mache. Also mein Plan war jetzt eigentlich, und eigentlich wollte ich den Epi jetzt dafür auch fragen, aber das geht ja jetzt leider schlecht. Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass wir hier so 3x3, also so 9er, naja, nee, 9er Felder ist falsch ausgedrückt, dass wir das so in der Größe hier immer machen. Also 3 Dreier, beziehungsweise 3 9er Felder zur Seite und 3 9er Felder runter. Ich erkläre jetzt mal einfach und laber jetzt mal so lange drauf los, bis der Epi es wieder geschafft hat, wieder reinzukommen, beziehungsweise vom stillen Örtchen aus wiederzukehren. Und, ist der Sitzung beigetreten, der ist wieder drin. Ja. Yeah. Ist wieder drin, ein bisschen ja passend, um hier die Dinger abzuernten. Wer hat denn hier den Birnenbaum in der Mitte geklaut? Was für ein Birnenbaum? Ja, hier fehlt einer. Der fehlt, der war bestimmt schon die ganze Zeit nicht mehr da. Oder ich habe die mal umgesetzt und habe nicht gemerkt, dass in der Mitte irgendwie... Aber normalerweise, die hatte ich doch neu gesetzt, oder nicht? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also wenn du mal auf der Karte guckst, wir haben jetzt ganz toll hier alles freigelegt. Wir werden auch die Teile dazwischen noch freilegen, muss ich dazu sagen. Aber so haben wir ein bisschen mehr Chance, auch mal die Bäume aufzustellen. Ne? Da können wir jetzt hier mal ein größeres Feld machen. Wo habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Hier kommen gerade alle Bäume wieder. Ja, ist gerade umgeschwommen aus Herbst. Ich würde sagen, ich mache die Bäume erstmal und du machst die Blumen. Ich wollte eigentlich sagen, setz die Felder neu, aber ist in Ordnung. Du kannst auch die Blumen machen. Ich stand gerade bei den Blumen und die waren auch, die wollte er auch haben. Ach so, als Quest meinst du? Ach, jetzt hätte ich die Birnenbäume, die zwei Dinger hier vorher noch reinmachen können. Hätte ich hier jetzt direkt Äpfelbäume mit... Äpfelbäume abmachen. Hä? Ach, Moment. Ach, Moment. Das sind nämlich Zitronenbäume. Die habe ich die ganze Zeit schon gesucht. Aber die kann man so schwer von den Birnenbäumen hier unterscheiden. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die Zitronenbäume jetzt habe. Ich stelle die mal eben... hier neben mir. Kannst du Bananenstaude auch ernten, wenn die reif sind? Ich weiß nicht. Ja, Moment. Nee, das ist gar nicht Banane da hinten. Moment, ich setze jetzt hier erstmal neue Birnen. Nee, ist rein. Nicht. Ist nur im Sommer. Nur im Sommer? Achso. War gerade. Hättest du mal was gesagt. Hätte ich das auch gemacht. Vielleicht. Bezweifle ich. Und du könntest mal den Fragesia Bambus setzen, weil da haben wir nur noch gar keinen von. Ja, ich musste erst, ich hatte ja keinen Platz mehr, um irgendwas zu setzen. Deswegen habe ich mir das ja jetzt hier vergrößert. Und jetzt können wir größere Dinger machen, um was zu setzen. Dann hast du zwar immer noch nicht diese riesigen Streifen, die du ja auf deiner Farm hast, auf deiner privaten, aber die du ja gar nicht magst.
und deswegen nie auf deine Farm setzen wolltest. Wo ich gezwungen wurde zu. Ja, ja, genau, gezwungen, weißt du? Ich habe überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass du da irgendwas gesetzt hast. Doch. Mhm. Ich habe dir nur gesagt, ich kann dir nur empfehlen, das zu setzen, damit du deine Quests auch gut machen kannst. Dann hat der Epi ganz groß gesagt, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Oh, es regnet. Da hat der Epi ganz groß gesagt, sowas mache ich nicht. Meine Farm soll wunderschön werden. Also das waren nicht ganz seine Worte. Und alles soll kreuz und quer stehen. Das hat er auch gemacht, also das mit dem kreuz und quer. Und als ich ihn danach, dann zweimal danach, glaube ich, nochmal besucht habe, da hat er auf einmal überall riesige Streifen gehabt mit Blumen und riesige Streifen mit Bäumen. Ja. Soll man da noch mehr zu sagen? Nein, habe ich nicht nur. Ich habe immer noch mein Kreuz und Quer. Ja, ja, das hast du noch zusätzlich. Das muss ich ihm zugestehen, das hat er zusätzlich immer noch. Aber er hat sich dann halt doch gedacht, okay, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich meine Quests auch machen könnte. Und hat sich dann dementsprechend alles größer gemacht. Das hier ist ja jetzt ein Let's Play und da müssen wir ja die Quests jetzt nicht so schnell machen. Dementsprechend machen wir das jetzt hier so ein bisschen hübscher. Die kriegen wir wahrscheinlich auch nicht so schnell. Ja, gut, die Erweiterung, die werden wir auf jeden Fall nicht so schnell kriegen. Die haben wir jetzt natürlich schnell gekriegt, dadurch, dass halt diese 30%... Achso, das wollte ich auch noch gesagt haben. Dadurch, als diese 30% runtergingen von dem, was man bezahlen musste... Das ist nicht bewertet. Ich muss ja noch 30 Sekunden warten. Da war es dann auch so, dass wir dann Edelsteine zurückbekommen haben. Oder habe ich das eben schon gesagt? Der bringt mich ja schon total durcheinander. Hast du schon dreimal jetzt gesagt. Die Differenz, die haben wir dann nämlich im Inventar gehabt. Stimmt, ich habe es eben gesagt, bevor du dann da gecrasht bist. Siehst du, dein Crash, der hat alles durcheinander gebracht eben. Alles. Was ich aber auch noch sagen wollte, bevor ich das vergesse. Ich habe es ausprobiert. Mit meinen großen Fischteichen. Also ich habe ja immer Fischteiche von, was hatte ich dir gesagt, 99 oder so pro Streifen? Irgendwie sowas, ne? Viel zu groß. Und, nee, eigentlich nicht. Ja, also für die mini kleinen Lager, die wir jetzt teilweise haben. Also bis man 1000 erreicht, hat man schon eine ganze Weile Arbeit vor sich, sagen wir es mal so. Also 1000 als Lager. Und man muss Unmengen an Medaillen auch reinstecken. Das ist halt das, was es dann natürlich sehr erschwert. Was aber wahrscheinlich auch der Sinn vom Entwickler gewesen ist. Dass es halt erschwert wird und länger dauert, nehme ich mal an. Weil, Überraschung, dadurch spielen die Leute das Spiel natürlich auch länger. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur mal erwähnt haben. Und ja, aber ich habe trotzdem, trotz Debuff, trotz allen drum und dran, wo sie mit gedroht haben. Ja, wobei den Debuff, bin ich ganz ehrlich, ich habe nie wirklich drauf geachtet. Dementsprechend ist es mir auch nie so wirklich aufgefallen. Weil ich weiß nicht, ich denke mal, dass man einfach nur weniger Geld bekommt. Das ist jetzt so meine Vermutung. Weil man kriegt, meine ich, trotzdem genauso viel Fisch. Also wenn man die großen Teiche macht, wie wenn man jetzt kleinere Teiche macht. Zumindest habe ich Unmengen an Fisch jedes Mal. Aber es ist genauso wie bei beim ersten Teil. Es ist eine Begrenzung auf 1000 pro Teich. Also mehr kann man nicht. Man kann zwar, und das finde ich seltsam, man kann die weiter verbinden, aber alle, die mehr sind, werden gar nicht erst mehr rausgeköchert. Also die kannst du nicht mehr angeln sozusagen. Was ein bisschen seltsam ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Bug ist. Ich glaube höchstens, dass man das noch verbinden kann, dass das vielleicht ein Bug ist. Aber nicht dieses, dass man es nicht mehr machen kann. Oh, ja, mein Hubbel. Stimmt ja. Ja gut, den kleinen Hubbel würde ich sagen, dass wir den dann mal entfernen mit der Zeit. Dass wir dann hier die Bäume vernünftig aufstellen. Ansonsten haben der Epi und ich gesagt, dass wir hier alles so größtenteils so lassen wollen, wie es ist. Was natürlich das Ganze ein bisschen erschwert. Also wir sind jetzt Hardcore-Spieler sozusagen. ja, und dann halt gucken, dass wir dann da, wo wir es können, die großen Flächen, die glatten Flächen nutzen. Du hast gesagt, den Bambus sollte ich setzen. Ne? Warte mal, ich habe mir hier oben neben dem einen Bambus... Ja, diesen einen Bambus, damit wir den weiter, damit wir die anderen auch kriegen. Da habe ich mir nämlich was freigesetzt. Ich will nicht zu viel setzen. Ich mache mal einen Streifen, weil sonst ist hier nämlich alles wieder weg. So. Und eine Sache muss ich euch auch noch zeigen. Also eins vorweg. Man kann jetzt von den Tieren viele verschiedene
ja, Weiterentwicklung, sag ich mal, der Tiere, also Kuh Nummer 1, Kuh Nummer 2 und so weiter, nebeneinander setzen und kann im Nachhinein jetzt die Zäune da drauf setzen. Dadurch werden die dann getrennt wieder. Früher war es ja so, dass dann immer ein Fehlerhinweis kam und dann, nee, du musst aber erst die anderen Felder wegmachen, weil sonst mache ich dir da keinen Zaun hin. Und das ist endlich verbessert worden. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und ich glaube, der Epi auch, der hat das nämlich direkt ausprobiert, als ich ihm das erzählt hatte. Aber ich habe nicht so viele Zäune bei mir, weil mich das auch nervt, da immer da drüber zu hüpfen. Ja, ja gut, ich will das ja später alles von den Arbeitern machen lassen. Dann können die da drüber hüpfen, ist mir doch egal. Ja, ja. Was ich euch noch zeigen muss, weil das ist jetzt neu im Spiel. Ich habe es allerdings schon mal gekauft, weil ich ein bisschen Panik hatte, weil ich hatte gerade so genug Medaillen dafür. Und ich habe es gekauft, weil ich dachte, nachher verballern wir alle Medaillen und alle Edelsteine und dann können wir es nicht kaufen. Und das, obwohl ich es euch zeigen wollte. Wir haben jetzt eine Kunstgalerie beispielsweise, wo wir allerdings sehr, sehr teuer, wobei ich glaube, das ist ein bisschen runtergegangen. Oder war das bei Kunst immer ein bisschen weniger? Ich bin mir nicht sicher. Medaillen kaufen können. Das heißt, wenn ihr beispielsweise von den Einernoten 4 Stück gemacht habt, also von diesen Stücken, die ihr spielen könnt, könnt ihr die gegen 2 Medaillen eintauschen. Das gleiche damit 4-mal von den Zweiernoten oder die, wie heißen die, Personenporträts 4 Stück, die Blumenporträts 4 Stück oder die, ja, wie nennen die sich, Gebirgsporträts oder so mit dem Berg drauf? Auch 4 Stück. Ja. Ich hatte einen Screenshot gemacht, da müsste ich das echt mal vergleichen. Die anderen Sachen sind auf jeden Fall gleich... Oder? Sind die gleich teuer geblieben? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es kann auch sein, dass die vorher 10 waren. Weil die waren nämlich immer sehr übertrieben, habe ich so den Eindruck gehabt. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit 5 oder mit 10 gedacht habe. Ihr könnt also theoretisch, und ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, dass das jetzt nicht wieder genervt wird, ihr könnt also theoretisch große Felder für Salz anlegen beispielsweise und natürlich dann dementsprechend den Händler hier auch leveln, sodass ihr dann hier genug Lagerkapazität habt, Salz immer wieder besorgt und da könnt ihr euch dann immer 2 Medaillen pro 100 Salz holen. Klingt erstmal viel, wenn ihr aber, ich habe das privat mal gemacht, so 3 Streifen, etwas längere Streifen von den Salzbäumen macht. Und die könnt ihr dann immer abwechseln, sozusagen in den Monaten, also in 2 verschiedene Zimtbäume. Könnt ihr dann immer von Monat zu Monat abwechselnd abernten. Da kommt man relativ gut an neue Medaillen ran. Und das würde ich ehrlich gesagt auch gerne hier machen, Schatz. Dass wir irgendwo Zimtbäume ein bisschen aufbauen. Also beide Varianten. Aber es dauert natürlich noch, weil wir sind hier noch nicht so weit. Und hier können wir dann, ja, ich sag mal, Törtchen auch verkaufen, Salat verkaufen und alles, was gekocht ist, verkaufen. Also alles, was ihr dann drinnen im Endeffekt machen könnt, das ist bei diesen beiden hier. Und jetzt bin ich gerade... Ist da am Verkaufen gerade noch? Kannst du mal die... Nee, Moment nicht. Da ist was voll. Einmal die Äpfel, ich glaube, die Äpfel sind voll, also Obst müssen wir mal gucken. Und auch unser Gemüse ist voll. Ja, eigentlich wollte ich sowieso verkaufen. Wo ist denn das dritte oder habe ich das noch gar nicht gebaut? Oder ist das wieder weg? Das kommt mir so ein bisschen komisch vor, weil ich bin mir sicher, dass ich das gebaut hatte. Moment, ich gehe mal eben hier gucken. Das ist die Boutique, die wollten wir ja eh erstmal noch nicht bauen. Es gibt aber auch noch ein drittes. Und zwar... eins, was wir entweder nicht sehen oder nicht finden gerade. Hä? Oder stand das irgendwas mit Kleider? Im Moment gemischt waren da? Nee. Kunstgalerie ist neu. Handwerksladen nennt sich das. Sollen wir aber irgendwo haben. Dann gucken wir da gleich auch nochmal nach. Dann verkaufen wir jetzt erstmal die... Wo habe ich den denn dann hingebaut? Ja gut, ich will jetzt im Moment kein Geld ausgeben. Warum nicht? Ja, sonst hätte ich noch mal ein bisschen Level-Ups gemacht. Aber ich glaube, die Level-Ups, die mache ich dann tatsächlich mal, wenn ich privat das noch mal so ein bisschen... Achso, da waren noch welche. Ein bisschen abfarme. Weil wir das jetzt lieber dafür nutzen sollten, die Bäume zu bauen, finde ich. Was hat's im Moment? Das ist die Bäckerei. Hattest du doch gesagt. Ach, da hinten steht die, die ich meinte.
Wo sind denn jetzt die Äpfel? Ach, da oben. Das ist alles kreuz und quer hier. Ja, das hast du gemacht. Das ist total katastrophal. Nee, das sind aber nicht die Äpfel, das ist Gemüse. Aber egal, das verkaufe ich jetzt auch mal. Katastrophe. Also ich muss sagen, privat habe ich das alles gleich gemacht. Deswegen komme ich jetzt hier nicht mehr so ganz hinterher, ehrlich gesagt. Ich pack noch mal was in die Garage rein, ne? Noch mal 9 Medaillen. Ja? Mach. Der Epi ist sehr begeistert über mein Fahrrad. Medaillen hier für sowas auszugeben hier. Ja, wofür denn sonst? Außer fürs Lager noch natürlich. Moment, Fischer hat jetzt... Wegschreine machen, Tank hier auf der Dings verteilen. Ja, das müssen wir noch machen, aber ich meine, für einen... Ja doch, für einen Wegschrein und eine Tankstelle haben wir auf jeden Fall jetzt noch genug. Und das hier... Ja, ich habe einen habe ich noch gemacht gerade. Der Handwerksladen, der ist nämlich auch neu dabei. Also für euch nicht neu, wenn ihr selber am Spielen seid, aber für diejenigen, die ja das Ganze jetzt gucken, der ist auf jeden Fall auch in Anführungszeichen recht neu dabei und wir können endlich Wolle verkaufen. Ich bin begeistert. Ach ja, den Süßwarenladen, den haben sie geändert. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da vorher drin gewesen ist. Der kriegt nee, der hieß so. Der hieß ja auch Süßwarenladen. Nur, ja, aber da waren mehr vorher... Drin. Ja, nee, da konnte man fast die gleichen Sachen wie bei dem einen verkaufen. Trauben und sowas. Und jetzt haben sie da ja die Honig, den Honig und die Marmelade kann man da tauschen. Ja, war vorher auch drin. Also können wir nach wie vor natürlich nicht machen, weil wir keine anbauen können. Und ich persönlich sag ganz ehrlich, dann nehme ich die Sachen lieber für Quests, dass ich die innerhalb von Quests dann tausche. Weil da wollen sie vielleicht mal 2, höchstens 3 von den Marmeladengläsern oder so. Und hier wollen die satte 20 Marmeladengläser für 2 Medaillen. Was, wenn wir denn endlich mal irgendwann wieder unsere Marmeladenpresse kriegen oder vielleicht was anderes, man weiß es ja nicht, ist ja da jetzt der zweite Teil, natürlich nicht mehr so viel ist, so in Relation, aber was natürlich jetzt sehr viel ist, wenn wir es selber nicht anbauen können. Also nicht machen können, genauso wie den Honig, ne? Deswegen da auf jeden Fall nichts verkaufen, kann ich euch tatsächlich nur den Tipp geben, weil ihr braucht die wirklich noch für die Quests innerhalb der Stadt. Da sind so viele, die dann immer mal wieder, da haben wir jetzt 2 gerade mal, ich glaube privat habe ich mittlerweile bis zu 4 Quests. Also ich habe das Gefühl, je größer du wirst, umso mehr Quests kriegst du da mit der Zeit. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr als 4. Also ich glaube, da ist tatsächlich die Grenze. Ich würde dich ja jetzt fragen, aber ich bin im Moment ja noch größer als du. Oh, das ist ein guter Tausch. Was willst du? Ich hatte ja doch gerade noch... Ach, da unten. Hallo, geh mal weg da. Hallo, was ist mit dir? Ich brauche deine Quest. Es ist Zeit, Gewicht zu verlieren. Ja, nimm du mal das ganze ekelhaft gesunde Zeugs und gib mir mal die Edelsteine dafür. Dankeschön. So, okay, super. Wir sind wieder gestärkt. Oh, und ich kann nicht mehr reden gerade. Hier sind wir soweit durch. Sehr schön. Dann würde ich eigentlich schon fast sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Der Epi bewerkstelligt, wollte ich gerade sagen. Der Epi betätigt sich gerade wieder als Hausmann, glaube ich. Der ist hier irgendwie versteckt im Häuschen aktuell, habe ich gesehen. Ich mache Pause. Ha! Wieso hast du umgestellt? Ja, weil es besser ist. Warum denn hierhin? Warum ja, weil man so, direkt man da ist und kann man produktiv alles. Ja, aber warum hast du das nicht alles hier oben gemacht? Weil ich beim Rausgehen immer bei der Küche vorbeigehe und dann kann ich also all so eine Runde drehen. Mal jetzt mal was hier, Mensch. Da, guck mal, ich habe eine ganz tolle Blume gemalt, Schatz, nur für dich. Danke. Ich mache mir jetzt ein Bett. Nee, mache ich nicht. Das kostet zu viel. Ja, ich glaube, das kostet wirklich viel, ne? Warte mal. Hier 50 Edelsteine, glaube ich. Ist bei den Stühlen bei. Ne, 15. 10. 15. Naja, gut, 15 für... Ja. Hallo? Aber ja, du kannst auch ein Einzelbett haben. Dann mache ich mir auch ein Einzelbett. Nein. Jetzt machst du das in die kleinste Kammer rein oder was? Nee, ja, das kommt... Ja, doch. Och, nee, wie sagst du das? Doch. Ja, wir brauchen ein großes Wohnzimmer. Warte. Wir müssen doch ein schönes Abschiedsbild für die heutige Folge produzieren. Guck mal, so. Und ich meine, 15 Steine, die kriegen wir. Komm mal wieder mit rein, Schatz. Komm mal her. Jetzt lunger da hinten nicht in der Küche rum. Was macht der denn da in der Küche? Der hat schon wieder irgendwas gekauft. Natürlich ist das die Küche.
Nein, guck mal, was das ist. Das ist die Küche. Nein. Wir haben... Jetzt müssen wir Küche, Wohnzimmer... Ja, du hast allerdings recht, weil das alles ein bisschen blöd natürlich sonst... Oder das Wohnzimmer hier vorne. Also das Wohnzimmer würde ich hier reinmachen. Hier würde ich das Wohnzimmer... Und die Küche ist da, wo man auch reinkommt, finde ich. Ich würde die Küche hier vorne... In welchem Haus kommst du rein und läufst in eine Küche? Ja, Küche, Esszimmer. Also Wohnzimmer verstehe ich jetzt noch, aber in eine Küche... Nee, eigentlich hast du ja erstmal hier irgendwie so ein... Pass auf, wir machen hier einfach Badezimmer hin und da hinten machen wir ein Wohnzimmer. Ich habe doch gesagt, der Epi möchte einfach ins Bad reingehen. Moment, warte. Wenn schon, dann richtig, ne? So, warte, wie komme ich denn jetzt hier runter? Mit Q und E, ne? Genau. Und dann gehen wir so ein bisschen nah ran. Und ich kann gar nicht mehr nah ran, weil das schon nah genug ist. Geh nicht ins Wasser, ich bin unten rum nackt. Wir gucken mal eben nach. Du bist blau eigentlich. Deswegen hast du dich vor mir nie ausgezogen. Verstehe. Also ich würde sagen, mit diesen tollen Aufnahmen, jetzt braucht ihr natürlich nicht mehr auf die Farm zu stürmen, weil jetzt habt ihr den EP ja schon im Bad gesehen, ne? Und das wird jetzt unser Coverbild, weil ich bin da ganz gemein. Ich werde den hier öffentlich bloßstellen. Der EP sitzt in der Badewanne. Ja, vergiss es, ich habe eh schon ein Bild gemacht. Jetzt bist du ja ganz groß hier im Bild. Huch, jetzt bist du gerade unsichtbar geworden. Das ist unfair. Dann würde ich sagen, mit... Nee, er ist rausgegangen, schade. Mit diesen wunderschönen Aufnahmen von mir in der Badewanne alleine. Jetzt stürmen sie alle hier rein, weil sie mit mir in die Badewanne springen wollen. Jetzt habe ich bald ein Problem. Beenden wir dann diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge draußen bei harter Arbeit und schweißtreibender Arbeit, mitten in der senkenden Sonne. Pass auf, gleich haben wir Winterwetten, wenn ich das so sage. Sehen wir uns dann wieder und ja, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao! Warum ist hier eigentlich alles blau? Nur weil du das gesetzt hast. Ich hätte das rosa gemacht. Guck mal, wo ich bin. Hahaha, du findest mich nicht. Warte. Ich muss erstmal hier raus. Du bist im Bett. Ja, du bist im Bett. Du bist im Bett. Ich hab's gewusst. Warte. Ja, natürlich bin ich so. Natürlich. Das war so klar und schnarcht. Guck mal, wie sie schnarcht. Ja, du auch, ja? Also nein. Hier, laber jetzt hier keinen. So liegst du ja wirklich. Nee, so liegst du. Ich lieg immer auf der Seite. Nee. Hm. Ich muss schnell hier raus. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.